gar keinen Bock auf Heroin, wa? Guter Snippet fürs Video. Warum nehmt ihr hier Drogen? Eigentlich ist das nur ein Energy Drink. Ja, Energy Drink, da ist ja Koffein drin, Mann! Dies könnte eigentlich nur ein Video sein, in dem ich Leute auf der Gamescom unterschiedliche Fragen zum Thema Drogen stelle. Aber was an dem Tag in meinem Mind stattfand, war so lehrreich, dass dies auch ein Erfahrungsbericht wird. Ich wollte schon immer mal so Drogeninterviews in der Öffentlichkeit drehen, habe das aber bis jetzt nie gemacht, weil es für mich eher schwer ist, einfach irgendwelche Leute anzusprechen. An diesen Tagen war ich aber stimmungstechnisch so down, dass mir alles egal war. Ich dachte mir, schlechter kann meine Stimmung eh nicht werden, also frage ich jetzt einfach Leute auf der Gamescom was zum Thema Drogen. Anfangs spiegelte sich meine Stimmung in meinem Erfolg wieder. Entschuldigung, kurz Zeit für eine... habt ihr kurz Zeit für eine Umfrage zum Thema? Fast jeder, den ich nach einem Interview fragte, gab mir eine Absage. Und bei den Interviews, die ich bekam, hatte ich kein bisschen Elan. Ja. Ja. Was war nochmal? Ich weiß auch gar nicht mehr, was die Frage war. Ich bin echt traurig zurzeit. Kannst du mich trösten? Ich könnte dich trösten, ja. Mit was brauchst du denn? Brauchst du Geld vielleicht? Soll ich dir ein bisschen Geld mitgeben? Ich glaube, das war es dann auch schon. Dann wir haben über alles geredet, wo man ja reden kann. Und dann, nicht, oder? Nee, ja, schon ein bisschen. Ja, ja. Ja. Ja, ich bin halt auch einfach verbittert inzwischen. Da kommst du 3 Jahre zu spät. Meine besten Zeiten sind vorbei, deswegen. Ich muss jetzt teilweise war ich so verbittert, dass ich dachte, dass es besonders edgy und witzig wäre, wenn ich absichtlich gemeine Sachen sage. Nehmt diese Parts nicht ernst, das ist nicht meine tatsächliche Meinung. Es ist einfach fucking wahr, hier laufen nur scheiß Nerds rum, die überhaupt keinen Spaß im Leben haben und nur die ganze Zeit vor dem Computer sitzen und zocken. Ja, ist voll langweilig hier, sind lauter nur scheiß Nerds, die nicht mal Drogen nehmen, oder? Ja, und dicke Nerds auch. Mein Bruder kennt sich da mehr aus, weil ich hauptsächlich eher Mobile Games spiele, also auf dem Handy. Und mich eher so in dem Bereich mehr auskennen als mit Playstation-Spiele und so. Mobile Games, das ist ja end der Scheiß. Die cringiesten Momente habe ich mich gar nicht getraut, in dieses Video reinzuschneiden, weil der Fremdscham-Faktor einfach zu hoch ist. Ich mache sowas sonst nicht, aber bei 15.000 Likes auf dieses Video lade ich die besonders harten Cringe-Parts auf meinem Instagram-Profil hoch. Mit der Zeit wurde es jedenfalls ein bisschen besser und vor allem Zuschauer meines Kanals oder Leute an Ständen geben sowieso selten Interview-Absagen. Sie sind jetzt was genau? Ich bin Hauptfeldwebel vom Dienstgrad. Hauptfeldwebel? Ich nehme regelmäßig so LSD oder sowas. Also ab und zu ist es dann ein Problem, denkst du? Also grundsätzlich ist die Frage, wird das jetzt ein ernstes Interview oder verarschen wir uns jetzt gegenseitig? Weil die Frage, ob man LSD bei der Bundeswehr nehmen soll oder bei der Behörde generell oder wenn man das selber konsumiert, ist ja jetzt... Natürlich sollte man nicht, wenn man jetzt Pilot ist oder so, auf LSD sein, aber wenn man es in seiner Freizeit macht, das würde mich halt interessieren. Also grundsätzlich ist bei uns jede Art von Drogenkonsum ist verboten. Ja, aber das heißt, man darf sich hauptsächlich halt nicht erwischen lassen, dann geht es schon klar. Also wenn man die Einstellungsvoraussetzungen sieht, dann sollte man nicht vorbestraft sein. Alles Was klar. dann jeder individuell daraus macht, das ist dann auch jedem individuell überlassen. Also man darf also in seiner Freizeit dann auch jetzt kein Auto klauen, wenn man bei der Bundeswehr ist. Also ich frag nochmal, soll das eine ernste Geschichte werden? Oder? Ja, nee, das ist also, mir gerade so spontan ja, eingefallen. Ist, ja. Aber Alkohol geht schon klar für die Bundeswehr, oder? Alkohol ist an sich auch eine Droge. Im Dienst kein Alkohol, ansonsten was sie in ihrer Freizeit machen, ist ihnen dann selber überlassen. Drogen nimmt man ja nicht nur, weil es cool ist. Nur weil es cool ist, aber auch weil es schon ziemlich cool ist. Ist eine Erfahrung. Ja, ist eine Erfahrung, ja. Erfahrung. Sollten Drogen legalisiert werden? Nicht alle. Ja, also nicht alle. Also es kommt drauf an, welche. Vielleicht nicht alle, aber Gras ist jetzt nicht so schlimm. Heroin, ne, sowas, das ist zu hart. Aber glaubst du, es würden überhaupt mehr Leute Heroin nehmen, wenn es legal wäre? Schwierig, ich denke nicht. LSD finde ich auch voll in Ordnung, sollte man... Kommt drauf an, welche, würde ich sagen. Also wenn es eine... höheren Nutzen für die Gesellschaft hat, wieso nicht? War das nicht aber so in der Schweiz, dass da Heroin legalisiert wurde? Die haben es legalisiert, beziehungsweise jeder, der heroinsüchtig ist, darf sich kostenlos Heroin vom Staat holen. Damit das rein ist und so. Und seitdem gab es, glaube ich, keinen einzigen Herointoten. Nee, was sind eure Lieblingsdrogen? Ich würde schon sagen Alkohol.
Alkohol. Okay, welche Droge würdet ihr gerne probieren wollen, die ihr noch nicht probiert habt? Also momentan bin ich überhaupt nicht begeistert von Drogen allgemein. Obwohl ich mal kurz davor war, ein Peru Ayahuasca zu probieren. Aber oh, sehr schick. Also ich dachte immer MDMA, weil das ja so voll die Happy-Glücksdroge ist, aber ich habe da einfach viel zu viel Schiss vor. Ich würde das mich niemals trauen. Das Mikro, so. Wie geht's dir? Ja, lass mal Nummern austauschen. Ja. Irgendwann kam ich mir vor wie so ein Pickup-Artist, der dabei war, seine Technik zu perfektionieren. Uns ist aufgefallen, dass den Leuten es teilweise komisch vorkommt, dass wir plötzlich mit Drogenfragen rausrücken. Und deswegen machen wir es einfach voll penetrant, dass wir mit absichtlich besonders awkward die Drogenfragen stellen. So, was ist hier so geil und so? Wir waren gerade bei den Rocket Beans und wir haben Fotos mit Simon Kretschmer gemacht. Insofern, ja, das... Nicht schlecht. Sollten Drogen legalisiert werden? Das, krasser Themenwechsel. Ja, ich habe mir gedacht, es wäre witzig, wenn man Leute zum Thema Drogen auf der Gamescom fragt und die damit überrumpelt. Diese Technik ging voll auf. Je mehr ich die Leute mit den Fragen und meiner positiven Energie überrumpelt habe, desto mehr Interviewzusagen erhielt ich. 90% Absage wandelten sich um in 90% Zusage. Yo, Games, Games, Games. Hier geht's richtig ab. Sollte man alle Drogen legalisieren? Nein. Der Mensch wird immer dümmer. Aber nicht von allen Drogen. Durch LSD wird man schlauer. Nein, also pinke Elefanten muss ich dann doch nicht sehen. Aber vielleicht blaue? Nein, nein. Sollte man alle Drogen legalisieren? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, alle nicht. Nein. Welche? LSD auf jeden Fall, oder? Nein. Nein. Aber dann nehmen doch mehr Leute LSD und die Welt wird friedlicher und spiritueller. Ja, aber nur weil es den Menschen dann gut geht, heißt vielleicht, dass der Körper dann nicht so gut tut. Stirbt man halt früher, dann muss man aber weniger Krankenkassen, Beiträge und sowas zahlen, wenn sie dann direkt sterben und sowas. Ja, das stimmt, aber wenn es jetzt jeder machen würde und wir dann früher sterben, dann gibt es ja gar keine Menschen mehr. Ja, ein, zwei reichen ja. Ja, was soll mit ein, zwei reichen? Quasi, was ist an Menschen so gut? Die zerstören ja die Planeten nur. Ja, das stimmt, aber... Sollten Drogen legalisiert werden? Das ist, jetzt versuchst du mich in eine Falle zu locken. Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Du müsstest mich jetzt fragen, wo wollen wir anfangen? Das ist ja nicht so, das ist keine 0 und 1 Frage. I don't know. I wouldn't want that. Kommt auf die Drogen an. Zumindest Cannabis finde ich schon. Bei anderen kann man sich streiten noch. Also kommt auch an welche. Ja, welche nicht? Ja. LSD? LSD nicht, Heroin warum, nicht. Warum LSD nicht? LSD ist ja weniger gefährlich als Cannabis oder Alkohol. Finde ich nicht, ganz ehrlich. Also, warum nicht? Ja, ich kenne ein paar Leute, die LSD nehmen und ich sag mal so... Anecdotal Evidence zählt nicht. Anecdotal Evidence zählt nicht. Du musst nur, darfst nur Statistiken nennen. Ja, okay, gut. Statistiken weiß ich jetzt nicht. Ja. Ah! Oh mein! Wie geil, oh, Alter! Können wir ein Foto machen? Ja, na klar. Was ist eure Lieblingsdroge? Ich habe bis jetzt nur Gras getestet, aber ich liebe es schon ziemlich hart. Gras und Overwatch ist so knallig und schnell für die Augen, bockt richtig. Gibt es irgendwelche Drogen, wo ihr interessant findet, die vielleicht zu probieren? Pilze. Was ist deine Lieblingsdroge? Cannabis. Du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme eine kleine Portion LSD, dadurch ist die Wirkung geringer. Wenn du einen Shot Alkohol trinkst, passiert nicht das gleiche, wie wenn du eine Tablette LSD nimmst. LSD sind keine Tabletten. Normalerweise kriegst du die in Pillenform, oder nicht? Die Tabletten? Nein. Okay. Du meinst Ecstasy? Ja, ich meine Ecstasy, ja genau. Genau, aber... Aber ich dachte, LSD gibt es auch in Tablettenform. Ganz, ganz selten. LSD wirkt im Mikrogrammbereich. Das heißt, es wird immer auf so Blättchen getropft. Also da wird ein Tropfen auf so ein Papierstück Dings. Yo, Leute, Games, 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 hier geht's richtig ab. Gibt richtig krasse Games und so. Sollte man alle Drogen legalisieren? Die Welt ist auch nicht bereit dafür. Weil von welcher Droge braucht die Welt mehr? Liebe. Liebe, Mann, das ist eine geile Antwort. Kann auch ohne Drogen Spaß haben. Also nicht. Ja, aber ich kann ja auch ohne Drogen Spaß haben, aber ich kann auch mit Drogen Spaß haben. Aber das ist ja kein Argument. Du kannst ja auch ohne Games Spaß haben und mit Games. Drogen sind jeder illegal. Ja, deswegen will ich es ja legalisieren. Nein, das ist keine gute Idee. Aber warum denn? Die Eltern sind ja auch nicht dafür. Die Eltern? Ich habe ja schon viele Leute gesehen, die davon abhängig wurden und die dann ziemlich zerstört wurden. Deswegen, von Games wirst du nicht zerstört, da gehst du ja nicht kaputt. Ja, aber wenn du legalisierst, dann nehmen ja nicht mehr Leute Drogen. Doch. Also Aufklärung anstatt Verbote, oder? Ja, okay. Ja. Okay. Die Welt braucht doch mehr LSD, oder? Auf jeden Fall braucht die Welt mehr LSD. Genau, bist du pornosüchtig? Ja.
Ja, war ich auch mal, aber mittlerweile geht's mir irgendwie schlecht, nachdem ich mir einen runtergeholt habe. Kennst du das? Ja, kennst du NoFap. Machst du NoFap jetzt auch? Ja. Das heißt, du bist pornosüchtig und schaust sie dann nur, ohne abzuspritzen? Ich meine schon, ja. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Yo Leute, Games. Hier geht's richtig ab auf der Gamescom. Sollte man alle Drogen legalisieren? Not all of them. But what about Acid Man? Actually, yeah. Yeah, Acid Man, Acid. Nicht alle, aber manche schon. LSD? LSD, ja, klar. Heroin? Nein. Ja. Ja, schon auf einem gewissen Ort. Ja. Jeder sollte es für sich selber entscheiden können, ob er es probiert oder nicht. Welche Drogen würdet ihr gerne noch probieren wollen, die ihr noch nicht probiert habt? Ja, ein bisschen Crystal, Heroin, Meth, alles drum und dran. Ja, ich unterstütze es eigentlich nur. Hier sind Games und so am Start. Sollte man alle Drogen legalisieren? Ja, nein. Warum alle? Keine Ahnung. Wie heißt der Kanal? Open Mind. Ach warte, nee, den habe ich geguckt. Sehr gut, hier. Weißt du warum? Und zwar, ich habe mal überlegt, MDMA zu nehmen und habe mir das Video dazu angeguckt. Ah, genau. Dann hast du dich dagegen entschieden, MDMA zu nehmen? Ja, ich brauch's nicht. Ja, so. Das ist eine gute Entscheidung. Ja. Was glaubst du, bei welchem Game haben die Entwickler krasse Drogen genommen? The Binding of Isaac. Goat Simulator zum Beispiel. Hotline Miami auf jeden Fall. Psychedelic Music, Psychedelic 16-Bit-Grafik, übelst gut. Borderlands 3. Bei Borderlands? Tetris. Eindeutig bei Doom, würde ich sagen. Deine Doom zum Beispiel. Doom. Eternal. Hartes LSD auf jeden Fall, ja. No Man's Sky auf jeden Fall. No Man's Sky oder sowas. Dark Souls vielleicht. Auf Meth vielleicht. An Tagen, an denen es einem extrem schlecht geht, fragt man sich oft so, warum? Warum geht es mir so schlecht? Was hat das für einen Sinn? Wie ich an dem Tag herausgefunden habe, ist der Sinn dahinter, dass wenn man so schlechte Stimmung hat, dass einem alles egal ist, man einen gewissen Mut entwickeln kann, den man im glücklichen Zustand nicht entwickelt hätte. Im Grunde liegt es an einem selbst, egal wie die Lebenssituation bei einem ist, zu entscheiden, ob man die Situation als eine Chance sieht. Und oft ist es so, dass die Chance bei einer besonders schlechten Situation umso größer ist. Also nutze die Chance, wie auch zum Beispiel die Chance, diesen Kabal zu abonnieren.